Ich bin der Heinen Mario und bin Inhaber und Geschäftsführer von der Heinen Mario AG in der Pomona 18 in Fisch. Wir beschäftigen uns mit Wand- und Bodenbeläge aller Art, Ofenbau, Sanitär und Wellness und handeln auch mit diesen Produkten. Also die Heinen Mario AG baut und handelt. Mitarbeiter haben wir 15, je nach Bedarf können sie mehr sein. Super, und je nach Bedarf lade ich dich natürlich auch mal gerne zu mir in die Boudouille. Aber abgesehen von dem, danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Mario. Ja, danke dir. Man hat ja mal so dazu mal gemunkelt, wenn die ersten Läden und so, alles ist aufgegangen, dass man gesagt hat, jetzt gehen da alle gerade der Garten gehen, Erdenkäufe und Blumen und alles zusammen. Und ich muss auch ehrlich sein, auch mir selber, ich bin so 6-7 Wochen, haben wir von Homeoffice, sind wir stark im Homeoffice gesehen, hat man auf einmal angefragt in der Frage, ja, los mal die Mauern da hinten oder auch in der Boden. Weil die werden nochmal etwas Neues machen. Also durch das, dass du ja mehr daheim bist, setzt du mehr mit deinem daheim auseinander. Und das daheim ist ja genau das Core-Business. Erzähl mal, merkt ihr, dass die Leute ein bisschen in der Zeit inspiriert sind, etwas zu ändern bei ihrem daheim? Ja gut, ich hoffe es natürlich. Aber während der Zeit hat es auch Veränderungen gegeben, glaube ich, mit jedem Einzelnen. Sei das in der Familie, im Beruf oder auch in der Freizeit. Und so denke ich, ist der Fokus schon eher ein bisschen auf den Corona-Alltag gewesen. Aber es ist ganz gut möglich, dass man Unterhalts- oder auch Sanierungsarbeiten jetzt abpacken will. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass man uns ein bisschen inspiriert ist, okay. Wie sieht es denn uns jetzt die Leute, die sich lernen inspirieren, die Zeit bekommen? Und bei euch ist ja der Menschenkontakt auch immer unheuer wichtig. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ja noch nie Zeit ohne Kaffee und dass man sich da geguckt hat und miteinander diskutiert hat. Wie ist jetzt mit der Psyche in der Ausstellung, Mario? Kommen Sie langsam wieder? Ist die Berührungsangst wieder ein bisschen weg? Oder spürt man, dass doch noch ein bisschen ein bisschen vorsichtiger Touch da ist, persönlich vorbeizukommen? Ja, die Leute, die an die Ausstellung kommen, spürt man schon, dass sie mit Freude und Interesse kommen und Ideen haben und mit uns das zusammen wirklich wollen, verwirklichen wollen. Die Stimmung ist erleichtert, das kann man wirklich feststellen. Vorsicht, aber ist immer noch da und ich glaube, das ist gut und vernünftig. Also euch nicht forcieren, blöd gesagt, oder im Ganzen? Ja. Genau. Ja, ich glaube auch. Ich halt das befolgen, was ist der Bund und der Staat sagt. Dann sind wir gut beraten. Ich glaube, wir leben von Sieren, bringt nichts. Und in dem Moment, ich glaube, die Leute sind so dankbar, wenn sie von ihnen uns so, weißt du, wenn sie nicht gestiert werden, heisst es jetzt nur bis da zu schlagen, wo immer, sondern es muss vom Herz uns kommen, oder im Ganzen. Apropos Herzen, gell, du hast ja viele Leidenschaften, Mario. Und wie viel Mal bist du jetzt schon beim Morgenstreich gewesen, sagen wir mal? 20 Mal. 20 Mal, ja, das ist schon 20 Mal mehr als ich, gell? Ja. Und da ich also einen verrückten Tambour in der Familie habe, gell? Wie ist das so also ein bisschen im ganzen Vereinsleben? Du bist sehr aktiv, man hat so ein bisschen von digitalen Lesungen gekehrt, die Vereine haben ja nicht mehr zusammengekommen, es war natürlich schwierig gewesen. Jetzt fällt alles wieder ein bisschen an. Jetzt bin ich auch im Tambour-Verein oder auch mit anderen. Hast du ein bisschen, hat man es wie nach Lesungen gesehen oder hat man gesagt, weißt du was, jetzt soll man einmal ein bisschen daheim bleiben, ein bisschen mal zur Ruhe kommen und nachher geht es dann schon wieder los mit dem Ganzen. Wie hast du das da empfunden? Ja, gut, jetzt will ich gleich gerade etwas sagen. Gell? Ja. Dein Papa, der Wendelin, gell? Der da trummelt mir, der noch heute Leid um die Ohren. Nein, ich glaube, im Lockdown hat man die EBG abgebrochen. Und wir haben jetzt eigentlich nicht unbedingt nach digitalen Lesungen gesucht. Und somit ist automatisch eigentlich an uns, hat sich an uns Zeit gegeben. Und ja, es ist natürlich schade für das Oberwalliser, Tambour und Pfeiferfest, was hier leider nicht stattfindet. Aber wir jetzt vom Verein, der Arno Stolz geht natürlich das nächste Jahr sehr gerne, dass Oberwalliser noch steht. Das ist, und ich spüre euch, wenn man natürlich die Vereinsmitgliederinnen im Dorf sieht, kommen glaube ich alle gerne. Nochmal, ich gehe drum und gehe FIFO. Und so, dass man logischerweise auch die Kameraden verpflegt. Für das jetzt vielleicht. Aber du dürstest ja den einen nachher wieder einfach zusammen zu können, Gatz, oder? Das ist schon nochmal gerne zusammen. Es läuft immer etwas. Sag Mario, wenn du mal hinterher vorbeikommst, hast du irgendwie ein Headset im Ohren, an ich mich noch erinnern kann. Und ich habe es hinterher nicht gewusst, ob du mit mir redest oder schon wieder mit dem Nächsten bist, gell? Und ja.
Da ja du unseren Getreten bist, wie wir alle, ist uns ein bisschen die Frage, mir das ein bisschen mit einem Brich. Weißt du, was ich meine? Also, hättest du das jetzt in der Zeit euch mal ein bisschen Handbremse gezogen? Weißt du, dass euch du vielleicht für dich spielst oder auch eine Freude, Familie zusammen, dass man vielleicht ein bisschen besinnlicher ist wohl. Nicht nur jetzt mit Weihnachten zusammen, wo man sollte besinnlich sein. Aber jetzt einmal hier ein bisschen demütig und merkt, hey, weißt du was, der Speed, den wir alle immer drauf haben, dass der Mensch halt zur Maschine mutieren, alles muss perfekt sein. Das sind wir einfach nicht und das werden wir nicht, das schöne Gesundheit ist. Wie siehst du das? Na gut, Michael, die Handbremse anziehen ist nicht so einfach, weil man muss ja in den Verpflichtungen nachkommen, jeden Einzelnen. Aber ich glaube, auf Versuchen halt wirklich bewusster zu leben. Und was für mich immer wichtig ist, aber auch vor oder nachher oder während, dass man einfach in der Wertschöpfung, die man machen kann, dass man da Freude hat. Das ist glaube ich, das Allerwichtigste. Und ich glaube schon, oder ich hoffe wirklich, dass man jetzt durch die Situation, dass man wirklich erkennt, dass man jetzt wirklich sieht, der einheimische Markt so wirklich so wertvoll ist. Und dass man wirklich unterstützt, und zwar in allen Bereichen. Also ich hoffe einfach, aber die hochgelobte Solidarität, dass die nachher wirklich sehr weitergeht. Und der einheimische Markt ist sehr wertvoll. Ja, aber jetzt klar, dass ich jetzt das sage, aber was heisst klar? Ich rede da nicht nur vom Bau, ich rede da von einem ganzen Dienstleistungsbetrieb. Und ja, da haben wir ja jetzt x-mal gehört. Ganz einfach, es muss nicht nur im Geschäftsteam haben, aber eben, wenn ich das Kind habe und das will, das war in die Lehre und der Betrieb hat nachher mir, weil einfach das ganz gerne weggeht, dann muss ich mich auch nicht pflegen, was wir hier machen. Oder? Das ist genau, wie du sagst, die Wertschöpfungskette. Und gell, viele Regionen, sind wir ja ehrlich, auch im Tourismus hat man natürlich viel auf Chinesen gesetzt, wo viel mehr sind gekommen, ausländische Touristen. Klar, die Büchsei. Aber jetzt merkt man halt, hey, wir sind in der Schweiz ein bisschen Sorgen, oder? Und man sagt, hey, das ist immer noch eine wichtige Zielgruppe. Und ich bin überzeugt, diese Sommer wird uns einmal viele Sachen zeigen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Also ich muss ehrlich sagen, so bei mir ist die Tour de Suisse gesagt, diese Sache. Und von dem her, glaube ich, hat sich das einmal verdient. Jetzt Italien noch so ein bisschen, gell? Das ist ja für einen etwas Spezielles. Nicht nur emotional mit dem ganzen Thema, was passiert ist, und auch die Schicksale, die man sieht, aber ihr selber habt ja sehr einen engen Kontakt mit Freunden, Geschäftspartnern. Ihr selber habt auch sehr coole, exklusive Sachen, die ihr Vertretung habt. Wie hast du den Austausch mit einem Freunden und Geschäftspartnern in Italien in den letzten Monaten so ein bisschen gespielt? Und hast du das Gefühl, es geht wieder vorwärts, auf der Seite? Ja, ich glaube, wenn die Vertreter oder die Vertreterin in der ist, teilweise wiederkommen, kann besuchen. Freverisch wird man sich sicher freuen. Sie bringen natürlich Neuheiten, die auf dem Markt sind. Aber es ist auch schön, sie wieder zu sehen, weil man hat eine Bindung zueinander. Das ist klar, oder? Also, der Business verbindet natürlich euch. Und ich muss schon sagen, wenn man kehrt, dass im Raum Modena, weil ja die ganze keramische Industrie ist, oder euch im Raum Venedig, wo die Sanitär oder die Möbellieferanten da sind, oder Bergamo, wenn man wirklich kehrt von denen, dass natürlich Leute 2,5 Monate, wo sie eingesperrt sind, also der, glaube ich, können wir hier schon sagen, ich gehe jetzt dran. Absolut, das glaube ich. Mario, los, danke vielmals für die Zeit. Und nächstes Mal einen Kaffee bei mir oder bei dir, das kannst du jetzt entscheiden. Aber ja, ich freue mich schon, nächstes Mal neben Ausstellung zu kommen, dass wir dich bald wieder sehen und gut drum und pfeifen natürlich. Gell? Ja, merci. Vielleicht noch etwas, Michael. Es ist zwar nicht üblich, dass ich jetzt dir eine Frage stelle, aber nein, es ist auch noch das jede Mal, habe ich von Kollegen und Kolleginnen auch gehört, Investitionen. Will man die Daten gehen, will man sie nicht Daten gehen, verbremst bleiben und so. Und das ist jetzt wirklich nicht gerade einfach. Aber ich muss schon sagen, also wir, jetzt gerade letzte Woche, also wir werden den Ball wirklich la rollen und wir werden investieren, Mitarbeiter, aber auch in die Ausstellung, oder dass wir aber wirklich unsere Wertschöpfung nachher besser können vermarkten können. Ich glaube, das ist ein Teil, den man nicht vergessen darf. Klar ist die Angst da, aber die Investitionen sind immer wichtig. Ob das im Privat ist, ob das im Geschäft ist. Oder sonst was, das lohnt sich, glaube ich, jetzt. Wenn es wirklich nicht einfach ist. Ich glaube, das ist in einem DNA, Mario. Das ist in einem DNA, weil sonst wären ihr gar nicht euch da. Weil es investieren in sich selber und auch in die Leute, die am einen drum sind, so in der Hinsicht.
ist immer der richtige Weg. Und sie wäre ehrlich, wir können ja nicht zurückgehen jetzt, oder? Wir können nur vorwärts gehen. Vorwärts. Also es geben wir alle in die gleiche Richtung. Genau. Merci. Vorwärts Marsch. Also in dem Fall, Gleichschritt Marsch. Merci viel. Merci dir. Ciao. 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 Ciao.